Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount-slash-Achievement-Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um diesen schicken Rochen, den ich hier habe. Und zwar um den gelben, nicht um den blauen vom Follower. Und das ist der Ashari-Rochen. Und diesen bekommen wir über einen Erfolg. Und zwar schimpft sich der Ruhm des ewigen Schlachtzüglers. Und ja, ihr habt es euch schon gedacht, dafür müssen wir bei jedem Boss im ewigen Palast ein Achievement absolvieren. Die sind ehrlich gesagt alle nicht sonderlich schwer und es sind auch keine krassen Movement-Achievements dabei. Dennoch würde ich euch empfehlen, macht das Ganze im Normal-Mode mit einer Gruppe einmal durch. Und als große, große, große Empfehlung, macht es am besten so, wie wir das gemacht haben. Geht mit einer kompletten Gruppe durch bis zum vorletzten Boss, zu Zakul. Und dann lasst einen Spieler auf irgendeinen anderen Char umloggen, dass ihr euch für den Endboss die ID saved. Und wichtig ist, der ID-Save-Spieler muss bei allen anderen Bossen dabei gewesen sein, außer Ashara, dass das mit der ID-Save klappt. Also es geht nicht, wenn ihr nur quasi den für Zakul reinholt und dann wieder switcht, das wird nicht funktionieren. Also er muss alle anderen 7 Bosse mitgemacht haben und dann könnt ihr die ID für Ashara quasi safen. Warum ist das relevant? Bei Ashara ist es ein Achievement, wo quasi am Ende ein Spieler alleine noch den Boss töten muss und das hört sich schon kacke an und das ist es dementsprechend auch. Heißt, das ist, kann leicht passieren, dass das Achievement verkackt ist und wenn ihr euch der ID nicht saved, dann könnt ihr den kompletten Laden nochmal laufen. Gut, ihr sagt jetzt, es ist nur NRC, aber eine Stunde seid ihr trotzdem unterwegs und die Zeit spart ihr euch lieber. Bei uns hat es beim ersten Mal nicht geklappt, deswegen war es eine weise Voraussicht, dass wir uns die ID gesaved haben. So, genug des Vorgeplänkels. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt jedes Achievement eins nach dem anderen an. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und wir sehen uns gleich wieder. Dann kommen wir zum ersten Erfolg. Viel Feind, viel Ehr und für diesen müssen wir die Abyssalkommandantin Shivara im ewigen Palast auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, während alle ihre Leutnante noch am Leben und am Kampf beteiligt sind. Und wie funktioniert das? Und zwar läuft man in Instanz rein und markt erstmal die drei Leutnante. Ihr seht, hier hinten haben wir X einmal stehen, dann in der Mitte war blau und gelb. Und zwar müsst ihr am Anfang diese drei Leutnante finden und bevor ihr den Trash pullt, solltet ihr am besten schon mal marken, dass ihr wisst, welche die Leutnante sind, dass ihr sie nicht umboxt. Und zwar haben wir einmal Garval, der Bezwinger. Das ist der erste, den ihr marken wollt. Dann haben wir Gories, der Zerschmetterer und einmal Flutformer Corves. Ich werde euch dann Target-Makros auch noch in die Infobox packen, dass ihr sie leicht targeten könnt. Wir haben es jetzt so gemacht, wir sind einmal in die Instanz reingegangen, haben in der Mitte soweit das Ganze gepullt und haben erstmal die zwei, die in der Mitte rumhampeln, von dem anderen Tank ein bisschen rausziehen lassen und dementsprechend die aufgetankt. Nachdem die ganzen Mobs in der Mitte down waren, sind wir, beziehungsweise nur die zwei Leutnante noch am Leben, sind wir einmal raus, dann haben die resettet, dann stehen da nur noch die Leutnante rum, die laufen dann halt in der Mitte teilweise ein bisschen rum, interessiert aber nicht. Und das Letzte, was wir gemacht haben, dann hier rechts entlang, steht dann quasi der Letzte von den drei Leutnanten in der Ecke und den quasi hauen wir auch noch raus. Und sobald wir die alle drei quasi freigeschossen haben, stellen wir uns mit einem kompletten Raid einmal zum Boss vor. Ein Off-Tank in Anführungszeichen nimmt sich dann oder pullt die drei Generäle zusammen, keinen Trash quasi dazu und placed die auf der einen Seite des Raumes und die komplette andere Gruppe ist auf der anderen Seite des Raumes. Ihr könnt es hier mit drei Tanks spielen, das ist wahrscheinlich besser, dass die Tanks, die den Boss spielen, quasi auch hin und her bzw. abspotten können. Ja? Wie läuft das Ganze? Quasi müsst ihr schauen, dass ihr mit dem Boss ganz rechts seid und mit den Leutnanten ganz links, denn die Leutnante haben verschiedene Fähigkeiten und wenn die zu nah am Boss sind, ist es nicht gerade gut für euch. Ja? Deswegen solltet ihr ein bisschen gucken, dass ihr da auseinander steht. Was haben die jetzt für Fähigkeiten? Und zwar, Garval hat die Fähigkeit, dass er einen Banner setzt. Dieses Banner muss zerstört werden, sonst machen alle in der Nähe 25% mehr Schaden. Das haben wir ehrlich gesagt ignoriert, wir haben das Ganze hier im Normal gemacht. Banner egal. Also der Off-Tank kann es von mir aus killen, aber es ist keiner drauf geswitcht. Dann das zweite, was wir haben, ist von Goryesh, haben wir ein dröhnendes Gebrüll. Das ist ein Mars 4, der wirklich alle hier in dem kompletten Bereich viert. Heißt, das ist nicht gut. Dementsprechend, das muss der Off-Tank einmal kicken. Das ist ganz wichtig. Das muss unterbrochen werden. Und das letzte, was wir haben von Corves, ist beruhigende Strömung. Das ist eine Heilzauber, der prozentual heilt, ich glaube 35%, und das darf den Boss nicht erwischen, deswegen müssen die jetzt ganz weit wegstehen oder das muss interrupted werden. Wenn der Boss weit genug wegsteht,
ist es egal, dann heilen sich die bloß gegenseitig, diese komischen Leutnante, und dann ist es wurscht in dem Sinne. Heißt, im Endeffekt ganz am Rand hängen und sonst spielt die Gruppe den Boss, ja, normal runter, HT am Anfang, durchbrettern, fertig, ja. Es sollte halt ein Heiler gucken, dass er den Off-Tank drüben in Range hat, dass er den noch geheilt bekommt, war aber sonst kein Stress, ja. Und er sollte natürlich auf keinen Fall Schaden auf diese Leutnante machen, weil die haben nicht sonderlich viel Life. Ja, das war's mit dem Achievement Guide. Jetzt müsst ihr ihn bloß noch runterklopfen und tada, da ploppt das Achievement auf und mehr war's auch nicht. Dann kommen wir zum zweiten Erfolg. Lina Laune Lauf, und für dieses Achievement müsst ihr Glanz von Ashara im ewigen Palast auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem ihr 6 Runden in Folge um Asharas Arena gerannt seid, ohne ins Wasser zu fallen. Hört sich einfach an, kann ein Ticken tricky sein, denn diese Lauffläche ist schon relativ weit und ihr seht schon, wir haben den Kampf gestartet und machen eigentlich nichts viel anderes, außer hier um den Bosskampf rumzulaufen. Was ist jetzt das Schwere dran? 6 Runden muss man erstmal laufen, das zieht sich ein bisschen und ihr dürft halt auch nicht ins Wasser fallen. Hier gibt es mehrere Effekte, die euch ein bisschen hindern. Und zwar, zum einen habt ihr die Problematik, dass ihr diese Wirbelstürme habt, die Arcana-Tornados. Und dann haben wir noch die Problematik mit den heftigen Winden in der Zwischenphase, die nachher noch ein bisschen ätzender wird. Denn ihr könnt dabei nicht weiterlaufen, während wir die Zwischenphase habt, die solltet ihr spielen. Denn solltet ihr nicht in den Augen des Sturms sein, kriegt ihr extrem viel Damage und das wird euch wahrscheinlich töten. Außer ihr habt natürlich irgendwelche Immunisierungseffekte, dann könnt ihr theoretisch weiterlaufen und euch darauf verlassen, dass die anderen Spieler das für euch regeln. Weitergehend hat man als Tank hier auch ein bisschen Nachteile. Es gibt diesen Knockback-Effekt. Wenn ihr davon natürlich ins Wasser gekickt werdet, sowohl vorne als auch hinten ins Wasser, verliert euren Buff. Und zwar gibt es nämlich 2 Buffs. Und zwar einmal, dass man halb durch ist und dann gibt es noch einen weiteren Buff, dass man ganz durch ist. Wenn man den Halbdurch-Buff hat, den ich jetzt gerade drauf habe, diese blauen Stiefel-Buff, dann hat man 3 Runden absolviert. Und den anderen Buff bekommt man dann ab 6 Runden. Das Ganze ist übrigens ein Personal Achievement, also heißt, jeder muss selber seinen Buff aufrechterhalten. Sobald ihr den 6 Runden Buff drauf habt, ist es so, dass ihr den Boss umhauen könnt, selbst wenn ihr danach noch ins Wasser fällt. Damit habt ihr quasi das erledigt und müsst nur noch den Boss umklopfen. Heißt, dann seid ihr safe. Ihr solltet also gucken, dass alle Spieler den Buff bekommen, dass sie komplett durch sind. Und dann erst den Boss umhauen. Außer ihr macht das natürlich auf mehrmals, weil es manche Leute nicht schaffen. Bei uns war es so, dass die Tornados, die müssen ja in den Zwischenphasen auch getriggert werden, dass dann manche blöd gekickt wurden, ihr Buff resettet wurde und sie dann nochmal 6 Runden laufen mussten. Also das kann hier durchaus passieren, wenn ihr das mit der kompletten Gruppe auf einmal schaffen wollt, kann es ein bisschen tricky sein. Da ist es dann auch von Vorteil, wenn es noch ein paar Leuten nur fehlt, dass ihr mit dem Größteil der Gruppe in der Zwischenphase das Ed tötet und die anderen trotzdem weiter im Kreis laufen während der Zwischenphase, dass ihr nicht in diesen Enrage reinkommt und dementsprechend schickt aber da halt ein paar Heiler mit. Ist ein bisschen risky, aber das verkürzt das Ganze ungemein. Wenn ihr natürlich eine perfekte Gruppe habt, wo alle Spieler auf einmal den Buff kriegen, ist es natürlich optimal, aber wie gesagt, ist ein Personal Achievement, ihr könnt es theoretisch auch in eurem normalen Raid alleine machen, rennt halt um den Boss wie so ein Gestörter rum, macht keinen Schaden, wenn das geht, dann wäre das auch eine Option. Ja, das war es eigentlich mit dem Achievement Guide, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dann kommen wir zum dritten Erfolg. Einführung in die Meeresbiologie, und für diesen müssen wir das Schwarzwasserungetüm im ewigen Palast auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir insgesamt 50 Proben des Meereslebens in der tiefschwarzen Grotte gesammelt haben. Und zwar, was machen wir jetzt hier? Wir pullen ganz normal den Boss, und sobald der Boss gepullt ist und ihr einmal draufgehittet habt, fangen die Druids an, in eurer Gruppe rumzuschwimmen und diese Sachen aufzusammeln. Das sind verschiedene Sachen, so Muscheln, so Seesterne, alles mögliche könnt ihr anklicken, aber erst nachdem der Kampf begonnen worden ist. Warum jetzt unbedingt die Druids? Und zwar, sie haben ja eine Wassergestalt und damit schwimmen sie schneller und das macht es wesentlich angenehmer. Und ein paar Leute müssen auf jeden Fall oben den Kampf spielen, denn ihr müsst den Boss dann auch töten. Und es läuft eigentlich so, dass ihr losschwimmt, jeder schwimmt so ein bisschen in eine andere Richtung, klickt das Zeug an und macht es am besten so, dass ihr mitzählt, wie viel ihr angeklickt habt, und gebt dann immer wieder so eine Zwischenzahl. Okay, ich habe jetzt 10, der andere hat 15, und dann zählt ihr halt zusammen, auf wie viel er kommt. Wir haben, glaube ich, am Ende gut über 70 Stück angeklickt gehabt, also hier sind weitaus genug. Ihr müsst nicht wirklich 100% alle finden, die hier rumliegen. Es sind gutes Stück mehr da, manche buggen ein bisschen, die könnt ihr nicht anklicken, also versucht nicht zu lang bei einem rumzubasteln.
Ja, das ist kein Problem. Ihr müsst euch übrigens nicht den Heilbuff holen. Ihr bekommt, wie ihr seht, keinen bzw. so gut wie keinen Schaden. Ich bin da, glaube ich, jetzt 2, 3 Minuten rumgeschwommen und habe keinen nennenswerten Damage bekommen. Also das ist definitiv kein Problem. Ihr müsst nicht immer wieder zurückschwimmen und euch den Buff holen, sondern könnt einfach nur rumschwimmen, Sachen anklicken, fertig ist. Und sobald ihr euch sicher seid, dass ihr über 50 habt, könnt ihr einfach den Boss umboxen. Wir haben das jetzt hier mit 4 Druids eigentlich in der Zeit geschafft, in der die restliche Gruppe den Boss runtergespielt hat. Und ja, dann war es kein Stress mehr. Man hat einfach den Boss getötet, Achievement ploppt auf und das war es an der Stelle auch. Mehr ist es für das Achievement nicht. Dann kommen wir zum vierten Erfolg. Einfache Geometrie. Und für dieses Achievement müsst ihr Lady Ashwin im ewigen Palast auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem jeder Einsatz von Überspringen des Azurit sie getroffen hat. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Wir starten mit Lady Ashwin ganz normal in der ersten Phase und hauen langsam ihr Schild raus. Hier ziehen wir überhaupt keine CDs. Nada, niente, überhaupt nichts. Ihr müsst wirklich alles poolen, was ihr habt für die zweite Phase, denn da brauchen wir den Burst, denn wir wollen versuchen, am besten nur eine einzige normale Phase spielen zu müssen. Warum ist das so? Und zwar, dieses Überspringen der Azurit sind diese Farben, die Spieler drauf bekommen und mit denen man eigentlich in der normalen Phase quasi die Korallen töten muss. Jetzt machen wir es so, dass wir den Boss in die Mitte ziehen, dass wir es ein bisschen einfacher haben. HT ploppen, alle CDs, die wir haben, und durchfeuern. Und wichtig ist jetzt, dass wir uns gleich richtig aufstellen. Jetzt kommen nämlich hier diese Farben und jeder dieser Strahlen muss dementsprechend durch den Boss durchgehen. Wirklich jeder. Heißt, wir ignorieren die Korallen, stellen uns um den Boss auf und schauen, dass alle Strahlen durchgehen. Hier ist vielleicht auch ein Heil-CD von Vorteil, dass dementsprechend, ja, dass dementsprechend die Leute nicht sterben, denn diese Strahlen machen natürlich allen Damage, wenn ihr da zusammensteht, gibt es auch relativ gut auf den Latz. Wichtig ist jetzt, ihr müsst das Achievement checken, wenn das noch weiß ist. Ist die Voraussetzung noch erfüllt? Wenn das rot ist, dann ist irgendein Strahl nicht durch sie durchgegangen und ihr habt es verkackt. Ja? Jetzt kommen hier nochmal die Strahlen. Ihr stellt euch wieder alle so auf, dass wirklich jeder Strahl durch den Boss durchgeht. Es macht sie, es ist quasi ein bisschen leichter, wenn sie quasi ja, in Melee-Rage stehen und ihr seht, es sind alle durchgegangen, es ist weiß und wir haben den Boss in der ersten Phase umgeklopft. Easy. Ihr könnt natürlich auch das in zwei Phasen spielen. Das macht es wesentlich schwieriger. Einfach hat den Hintergrund, wenn ihr das natürlich so spielt wie wir, die Korallen zu ignorieren, habt ihr das Problem, dass ihr keine Korallen getötet habt und dementsprechend einen Haufen Blasen in der nächsten Phase haben werdet und immer mehr Korallen bekommt und das euch vielleicht wipen könnte, ich weiß es nicht. Deswegen mit ein bisschen Damage könnt ihr in einer Phase umholzen und dementsprechend ist es auch essentiell, dass ihr eure CDs am besten saved. Dann ist das Achievement nämlich ziemlich einfach. Sonst kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, weil ihr müsstet dann in der zweiten Nuke-Phase quasi ebenfalls alle Blasts durch sie durchhauen und ja, das macht es einfach ein bisschen schwieriger. Dann kommen wir zum fünften Erfolg. Lebensqualität und für dieses Achievement müssen wir Organzola in der Brutstätte im ewigen Palast auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem ein Zoarthroiden-Jungtier inkubiert wurde. Und wie funktioniert das? Wir müssen als allererstes ganz normal den Boss pullen und die erste Phase runterspielen. Heißt, wir knüppeln den Boss auf 40%. Sobald wir das gemacht haben, beginnt hinter ihm die Movement-Phase bzw. die Zwischenphase. Und in dieser Zwischenphase wird es jetzt relevant. Denn es ist so, sobald das Tor aufgeht, fängt von oben an ein Ei runterzufallen und dieses Ei müssen wir anklicken. Hinter dem Boss habt ihr jetzt gerade so eine Konstellation aus 2, 3 Eiern gesehen. Und da rechts daneben fällt das Ding runter. Jetzt stehen hier bei uns schon ein paar Spieler direkt an der Mauer dran, um loszurennen. Ihr müsst verdammt schnell sein. Da habt ihr es kurz gesehen, da fliegt das Ding runter. Und einer hat es geschafft anzuklicken. Ich als Tank war da jetzt nicht schnell genug. Und dieser Spieler, der das Ei hat, der muss jetzt nach unten kommen, ohne sich von irgendwas treffen zu lassen. Also wirklich komplett safe runterkommen. Der hat noch einen Debuff, dass er geslowt wird. Nicht so wie ich in irgendwas reinrennen, sondern der muss wirklich komplett safe hier den kompletten Weg runterkommen. Ihr könnt den mit verschiedenen Speed-Sachen supporten. Zum Beispiel hier als Druid habe ich den Roar, den ich jetzt gerade aktiviert habe, wo ich allen 40% Speed geben kann. Man kann als Priester die Federn legen. Ich glaube, Diszi war das, der kann nochmal ein Schild geben, ein Speed-Schild. Dann gibt es von Monk einen Speed, den er bekommen kann. Und ja, wahrscheinlich noch viele weitere Fähigkeiten. Und sobald der hier unten angelangt ist,
ist es erstmal einigermaßen safe. Er darf halt nicht von den Einschlägen und nicht von diesen großen Dingern getroffen werden. So, und sobald er jetzt hier unten ist, ist es so, dass er nochmal von einer bestimmten Fähigkeit getroffen werden muss, und zwar Inkubationsflüssigkeit heißt sie. Die wird hier random auf die Leute verschossen, kann, soweit ich gesehen habe, auch gespreadet werden, also sprich, man kann die auch auf dem jeweiligen Spieler drauf spreaden. Ich habe ihn jetzt hier gerade nochmal gemarkt. Und sobald er diesen Buff einmal hat, wird dieses Ei dementsprechend weiter ausgebrütet, und das müssen wir jetzt erreichen. Heißt, ihr dürft den Boss jetzt nicht schnell genug umbratzen, sondern ihr müsst noch ein bisschen warten, bis ihr dementsprechend diese Inkubationsflüssigkeit einmal abbekommen habt, und erst wenn der Buff hier quasi mit drauf ist, dann könnt ihr den Boss runterbrezeln. Mehr in Anführungszeichen ist es nicht. Die Schwierigkeit ist hier wirklich, dass ein Spieler schnell sich das Ei schnappt, und wenn er das Ei hat, dass er dementsprechend dann hier safe runterkommt. Jetzt habe ich ihn gerade in Target gehabt. Ihr seht, hier ist diese Inkubationsflüssigkeit drauf. Die beiden Buffs muss er haben. Also einmal das Ei und die Flüssigkeit. Und dann ist das gebongt. Jetzt darf er bloß nicht sterben. Dementsprechend könnt ihr den Boss jetzt runternuken. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, sobald der Spieler das Ei aufgesammelt hat, darf er wirklich keine einzige Fähigkeit mehr benutzen. Er darf beim Runtergehen keinen Schaden kriegen und er darf keine Fähigkeit mehr benutzen. Und hier hat ihm irgendeine Hand des Schutzes gegeben. Das ist ein bisschen risky, aber das entfernt nicht den Buff, und Life Pokun hat er auch noch bekommen. Wir sind hier auf 100% ja, Sicherheit gegangen. So, ja, jetzt haut er nur noch den Boss runter, und sobald der stirbt und der Spieler mit beiden Buffs quasi am Leben ist, gibt es dann auch das Achievement, und ihr könnt weiter zum nächsten Boss gehen. Dann kommen wir zum sechsten Erfolg. Startstreich. Und die Voraussetzung für den Erfolg ist folgendes: Führt im Ewigen Palast verschiedene Modes aus, um Königin Asharas Gunst zu erlangen. Dann besiegt den Hofstaat der Königin auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher. Wie funktioniert das jetzt genau? Und zwar müsst ihr euch, bevor der Kampf beginnt, erstmal fünf Emotes schreiben. Und zwar einmal Ta Königin Ashara. Ich werde euch die Emotes unten oder die Makros unten auch einmal reinposten. Und dann noch Slash salutieren, dann einmal Knicks, einmal applaudieren, einmal kriechen und einmal knien. Die brauchen wir. Wir müssen also immer den Boss ins Target nehmen und dann die verschiedenen Emotes drücken. Wann müssen wir die Emotes drücken? Und zwar hat Shara verschiedene Events, die sie auch ansagt. Und zwar einmal reinschließen. Wenn sie reinschließen ansagt, dann müsst ihr da quasi das Emote salutieren drücken. Das ist übrigens immer das gleiche, zumindest im Normal Mode war es quasi immer die gleiche Reihenfolge. Das zweite, was sie quasi von sich gibt, also das sind immer diese Dekrete, falls ihr die aus dem normalen Kampf schon kennt, ist Leistungswiederholung. Da müsst ihr dann das Makro für Knicks drücken. Das dritte ist Alleinstehen. Da müsst ihr dann das Makro für Applaudieren drücken. Dann aufgeschobenes Urteil ist das vierte, da müsst ihr dann Kriechen drücken, und Gehorsam oder Leid ist das fünfte, und da müsst ihr knien drücken. Und was ihr habt, seht ihr einmal durch die Ansage von Ashara, wird auch durch verschiedene Boss-Modes groß im Bildschirm angegeben, beziehungsweise ihr seht auch an der Seite immer Buffs. Während des jeweiligen Dekrets, die gehen glaube ich immer so 20, 30 Sekunden lang, hämmert ihr einfach das Makro so lang, bis ihr quasi euch sicher seid, dass das durchgegangen ist. Wichtig ist, dass ihr die Makros, wenn dann unten rauskopiert oder selber schreibt, dass ihr immer erst Target Königin Ashara und salutieren Target Königin Ashara und dann halt den Knicks und so weiter ausführt. Denn ihr müsst sie immer am Target haben, wenn ihr das jeweilige Mode ausführt. Wichtig an der Stelle ist noch, für Tanks ist es ein bisschen tricky, denn es gibt zwei Emotes, beziehungsweise drei, wo ihr oder beziehungsweise euer Charakter eine bestimmte Geste ausführt. Zum Beispiel Knicks oder Kriechen oder Knien, das kann durch Boss-Hits abgebrochen werden. Heißt, wir haben das hier mit drei Tanks gespielt und haben uns abgespottet, dass jeder mal kurz nicht getankt hat und dementsprechend das Emote sauber ausführen konnte. Das muss nicht passieren, bei uns war es aber so, dass beim ersten Mal ich habe alle Emotes gedrückt und ich habe das Achievement trotzdem nicht bekommen. Also das hat dann teilweise nicht funktioniert. Da müsst ihr dann ein bisschen gucken, dass ihr dementsprechend, ja, da vielleicht das mit drei Tanks spielt, macht auf jeden Fall das Ganze ein bisschen einfacher. Sollte das dann bei euch geklappt haben, also dass ihr alle Emotes einmal durch habt und alles wirklich richtig gedrückt habt, dann bekommt ihr einen Buff, und dann seht ihr auch dementsprechend, ob ihr ja würdig fürs Achievement seid oder nicht. Das Ganze ist hier auch wieder ein Personal Achievement, heißt,
wenn das einer verkackt, ist es nicht schlimm. Ihr bekommt dann, wenn ihr nicht derjenige seid, der es verkackt hat, trotzdem das Achievement. Und das Ganze könnt ihr auch theoretisch im Non-HC, HC-Mythic-Mode machen, denn es ist eine relativ einfache Geschichte, die ihr nebenbei einfach durchbasteln könnt. Jetzt seht ihr gerade, haben wir jetzt gerade die nächste Geschichte mit aufgeschobenes Urteil. Das ist das vierte mit Kriechen. Und ich drücke eigentlich, mache nichts mehr anderes, außer mein Makro zu drücken, um dementsprechend hier das Achievement zu kriegen. Beziehungsweise ihr seht auch gerade, der andere Tank hat mir nochmal abgespottet, deswegen haben wir drei Tanks, dass das auch dementsprechend soweit funktioniert. So, jetzt bin ich noch ein bisschen nach vorne gesprungen. Und zwar müsste jetzt gleich das letzte von den fünf Dekreten kommen. Und dann kann ich euch nochmal zeigen, wie der Buff genau aussieht. Und zwar seht ihr, da haben wir das letzte Dekret. Und jetzt drücke ich mein letztes Makro hier an der Stelle. Und ihr seht, jetzt habe ich nochmal diesen Ashara-Kopf nebendran. Und wenn ihr den bekommt, dann habt ihr dementsprechend die Voraussetzung fürs Achievement erfüllt und könnt dann den Boss umhauen. Wie gesagt, das Ganze ist ein Personal Achievement. Wir haben es jetzt halt hier so gehandhabt, dass wir den Boss erst umhauen, wenn wirklich jeder aus der Gruppe das Ding hat. Und ja, wenn das nicht geklappt hat, dann müsst ihr dementsprechend, ja, einmal den Boss ablegen und dementsprechend neu ran. Wir haben es zwei Tries gebraucht, dann hat das geklappt und es gab hier für die ganzen Leute das Achievement. Dann kommen wir zum siebten Erfolg: Laktoseintoleranz. Und für diesen müssen wir Zykul im ewigen Palast auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir 10 Funkelhufrinder getötet haben. Und wie das funktioniert, will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar schaut ihr als erstes mal einmal den Bossraum an. Auf dem Bossraum seht ihr, haben wir insgesamt 6 Marks geplaced. Und zwar haben wir diese 6 Marks auf diese runden Kreise geplaced, diese kleinen roten. Und diese müssen wir nämlich aktivieren, um eine bestimmte Phase triggern zu können, wo wiederum diese Kühe kommen. Wie geht das jetzt? Und zwar, wir pullen den Boss und spielen den Boss ganz normal runter bis in die vierte Phase. Das ist ein 50%. Ich habe jetzt hier mal kurz gecuttet. Ihr seht, wir sind jetzt auf unter 50%. Vierte Phase startet. Jetzt ist es wichtig, dass die Spieler sich auf diese Kreise draufstellen. Warum machen wir das? Und zwar haben wir eine Fähigkeit, die das erste Mal in der vierten Phase kommt, und zwar Ätzendes Delirium heißt sie. Und mit dieser Fähigkeit bekommen verschiedene Spieler, das ist random, einen Debuff und der muss dispelled werden. Und wenn er dispelled wird, gibt es ein bisschen Damage. Und unter anderem wird hier eine Void Zone geplaced und das ist so eine Orange. Und diese orange Void Zone müssen wir quasi auf diese Augen drauf placen. Ja, deswegen sollten wir da stehen und die Heiler quasi dispellen halt die Leute instant, die den Mist haben. Und sobald die Void Zone drauf ist, das ist diese hier, diese Orange, und diese roten Augen aktiviert, seht ihr, werden diese aktiviert. Ja, also die haben dann so einen Glänzeffekt quasi außenrum. Und das Ganze müssen wir jetzt mit allen 6 runden Kreisen machen. Und jetzt habe ich nochmal hier ein bisschen nach vorne gecuttet. Und zwar seht ihr, sind wir gerade jetzt hier bei dem letzten Kreis. Wichtig ist, dass ihr den Boss ganz normal dabei runterspielt, denn ihr habt die Problematik, dass trotzdem ganz normal in der Angstphase durch diese dunkle Passage so Mobs beschworen werden und die gehen halt nach 2 Minuten hoch. Heißt, wenn ihr euch da zu lang Zeit lasst, werdet ihr sterben. Ihr habt das gesehen, wir haben die letzte Rune aktiviert, können dann in der Mitte ein Portal anklicken und kommen dann in dieses Q-Level. Wir haben jetzt uns dazu entschieden, den Boss rauszuziehen aus dem Cleave, denn der ist schon fast tot. Ihr müsst nämlich vorher alle Kühe töten, bevor ihr den Boss tötet, ja? Sprich, ihr klickt alle auf das Portal in der Mitte, geht ins Q-Level, tötet die kompletten Kühe, die da drin sind. Und sobald ihr euch sicher seid, dass ihr alle getötet habt, erst dann tötet ihr den Boss. Und ja, mehr ist es im Endeffekt nicht. Es ist ein bisschen tricky. Ihr solltet gucken, dass die Melees weiter auf den Boss durchziehen. Also den Boss-Damage solltet ihr nicht vernachlässigen. Vor allem die Ranges dann quasi auf die hinteren ja, Kreise aufstellen und mit genug Damage ist das eigentlich hier alles kein Stress. Wenn ihr jetzt ganz lauen Schaden habt, könnte es vielleicht ein Problem mit dieser Angstphase werden. Vielleicht müsst ihr dann Leute einteilen, die das spielen. Dann wird das Achievement aber wesentlich schwieriger. So mit genug Schaden ist es wirklich kein Problem. Und wie gesagt, das Ganze könnt ihr easy im Normal machen. Dann ist es eigentlich ein relativ einfaches Achievement, wenn man weiß, wie es geht. Dann kommen wir zum achten und letzten Erfolg: Der Beste von uns. Und für dieses müssen wir Königin Ashara im ewigen Palast auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, während noch ein Spieler am Leben ist, der von Essenz von Azeroth betroffen ist. Hört sich kompliziert an, ist es nicht unbedingt, wenn man weiß, wie man es spielen muss. Erstmal, was ist Essenz von Azeroth? Das ist ein
Buff, den ein Spieler bekommt, beziehungsweise den Debuff, den ein Spieler bekommt in der allerletzten Phase, wenn man auf diese Konsole drückt und da Energie ablässt. Heißt, ihr spielt den Boss jetzt erstmal ganz normal in die letzte Phase, so auf 5%, dann stellt ihr das Dotten ein, haut nur noch so ein bisschen Low-Hits quasi auf ihn, oder auf sie drauf, besser gesagt, dass sie ja auf 2% etwa runterdroppt und dann ja, fangen die Leute an, sich gegenseitig oder selbst zu töten, indem sie 10 Stacks soaken von den Konsolen, quasi dann noch ein Life haben und damit sterben. Das ist schon mal so der quasi die Grundaufstellung, die ihr haben solltet. Wichtig ist, dass 2 Tanks auf jeden Fall überleben und ein Heiler. Und ihr den Boss möglichst low hittet. Wie gesagt, 2%, 1%, sodass er vielleicht nur 1, 2 Millionen Life hat, der Boss. Ihr solltet ihn nicht zu low hauen. Wir haben das hier zweimal spielen müssen, denn ihr habt hier 2 NPCs. Ich glaube einmal Talisra und Jaina, die hitten weiter auf den Boss und die hauen um die 50k-Hits raus. Heißt, wenn ihr ihn zu low haut, kann euch das wie uns passieren, dass der Boss getötet wird. Und wenn ihr nicht so das wie wir gemacht habt, dass ihr euch eine ID gesaved habt, könnt ihr dann den ganzen Laden nochmal spielen, das wollt ihr nicht. Ihr seht, jetzt sind noch 2 Spieler am Leben. Eigentlich sollte hier der Heiler auch noch am Leben bleiben. Das ging irgendwie nicht sonderlich gut. Eigentlich sollte der Heiler die Konsole klicken und die 2 Tanks tanken einfach den Boss off. Hat jetzt bei uns nicht funktioniert, deswegen drückt der Monk hier jetzt die Konsole, also der andere Tank. Und ihr seht, jetzt drückt er halt so lang, bis wir den Buff kriegen. Wenn ihr die Konsole drückt, dann kommen da verschiedene Effekte. Es gibt mal Damage, es gibt mal einen Buff, wo dann einer stirbt. Es gibt quasi den richtigen Buff, den wir jetzt haben, und zwar Essenz von Azeroth. Den hat der Monk jetzt eben bekommen. Und jetzt schau, dass ich mich schnellstmöglich töte, indem ich hier 10 Stacks nehme. Dann habe ich nämlich nur noch einen Life. Und jetzt will ich mich kurz töten, gehe in die Void Zone rein und genau dann despawnt die Void Zone. Schlechter geht's nicht. Deswegen laufe ich hier nochmal in die Mitte, kill mich. Und jetzt seht ihr, er hat den Buff drauf und ist der letzte Spieler am Leben. Und dementsprechend hat der Boss nur noch ein paar K. Er haut ihn um, tada, Achievement ist aufgeprockt und dementsprechend haben wir damit auch alle Erfolge und auch zusätzlich das Mount. Das Achievement hier beim Endboss ist nicht sonderlich schwierig. Wie gesagt, ihr spielt den Boss ganz normal runter, bis ihr 5, 4% sowas um ihr Ding habt und am, die letzten paar Prozente machen wirklich die Tanks und der eine Heiler. Bei uns lief das nicht ganz optimal, aber ihr seht, man kann es auch nur mit 2 lebenden Tanks machen. Das ist alles kein Stress. Nur nicht zu weit runterhauen, wie gesagt. Die NPCs machen Damage und dann könnt ihr den ganzen Laden nochmal machen und das wollt ihr nicht. Optional, ihr könnt es so machen, wie wir das gemacht haben. Wir haben den ganzen Raid quasi gespielt mit der komplett gleichen Gruppe und haben dann einen beim Endboss umlocken lassen, dass dementsprechend, wenn das Achievement schief geht, und das ist bei uns einmal schief gegangen, dass der dann einfach auf den anderen Char wieder umloggen kann und dass man die Ashara-ID dementsprechend wieder komplett hat und dann direkt wieder einfach nur zum Endboss kann. Das würde ich euch raten. Übrigens, es reicht nicht, wenn nur einer eine Zakul-ID hat. Es muss wirklich eine Komplett-ID sein, also wo jeder Boss, wo der eine Char auf jeden Boss die ID hat, bis halt auf Ashara. Sonst funktioniert es nicht mit dem ID-System. Warum das so ist, wird jetzt zu lang dauern zu erklären. Glaubt es mir einfach, sonst klappt es leider nicht. Genau, das war's mit dem kompletten Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.